Hallo! Wir waren mit unserem Kamerateam wieder unterwegs im Odenwald und am Rhein. Naturschutzgebiete betrifft die Böden, die Bewachsung, die Tierwelt. Naturdenkmäler sind eine besondere Schöpfung der Natur, zum Beispiel Felsen, Steinburgen, Höhlen, Bäume, Quellen, Seen und anderes. Hier einige ausgewählte Impressionen, zunächst aus dem Odenwald mit faszinierenden Felsenmeeren und Steinburgen. Zeitfenster der Geoevolution. Naturreservate, der Rheinheimer Teich mit Flora und Fauna. Zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte. Das Rheingebiet von Mainz bis Koblenz, insbesondere die Auenlandschaften, sind bedeutsame Naturschutzgebiete. Am Altrhein bei Riedstadt das großflächige Kühlkopf-Naturreservat. Bei Mainz der große Sand, ein Relikt der letzten Eiszeit mit seltener Flora und Fauna. Am Nahetal das Rotenfelsgebirge mit Steilwänden. Kloster Disibodenberg, ein Kraftort. Die Lebenslehrjahre der Hildegard von Bingen wurden hier absolviert. Bäume als Naturdenkmäler, zum Beispiel, wie schon gezeigt, eine Kiefer auf der Auerbacher Schlossmauer. Faszinierend sind auch die alten Eichen, hier die Tempeleiche im Fischbachtal. Eichen können bis 1000 Jahre alt werden. Sie sind religiös bedeutsame Kultbäume seit Jahrtausenden.